Nathalie, ich komme aus Tschechischen Republik, aber ich wohne in Deutschland und mit Videos will ich mein Deutsch verbessern. So, in diesem Video will ich euch zeigen meine drei Valentinsideen, welche kannst du zu deiner zweiten Hälfte schenken. Das muss natürlich nicht nur am Valentinstag sein, das kannst du schenken auch zum Geburtstag, zum Jahrestag, aber auch nur so, aus Liebe. Und wir können starten. So, das erste, was wir zusammen basteln, ist Box voller Liebe. Das ist ganz einfach, aber trotzdem ist das ein schönes Geschenk und macht bestimmt Freude. So, wir brauchen ein Papier, ein Box, Klebeband, Stift, Schere, schwarzer Stift und Lineal. Es geht um eine Box, drin sind Zettel, wo ist geschrieben, warum liebst du den Person, welche willst du das Geschenk schenken? Einfacher gesagt, es sind Gründe, warum liebst du deinen Freund oder deine Freundin. So, zuerst musst du überlegen, wie viele Gründe willst du schreiben. Damit dekorierst du dann den Box. Ich schreibe 10 Gründe. Ist besser, wenn du das schreibst ehrlich von Herzen und nicht einfach irgendwelche Gründe. So, ich habe 10 Gründe und jetzt können wir die Box dekorieren. So, mein Box ist fertig. Und jetzt schreiben wir die Gründe. Eine Seite will ich 3 cm haben. Und die zweite 7 cm. So, und jetzt auf jeden Zettel schreibe ich einen Grund, warum ich die Person liebe. So, jetzt mache ich jeden Zettel so auf 2 halbe. So, jetzt Zettel rein. Deckel zu. Und haben wir ein schönes Geschenk voller Liebe. War einfach, oder? So, das nächste, was wir zusammen machen, ist Schoko-Überraschung ein nach deiner Wahl. Es ist auch ganz einfach und es ist eine unerwartete Überraschung. Es geht um Schoko-Ei, wo gibst du das kleine Spielzeug, welches drin weg, und gibst du dort deine eigene Überraschung. So, du brauchst Papier, Stift, Schere, Feuerzeug und Schoko-Überraschung-Ei. So, jetzt öffnen wir langsam und vorsichtig das Alufolie. Das darf nicht kaputt gehen. So, das Spielzeug kommt weg und wir geben etwas Schönes drin. Sie können zum Beispiel etwas malen und reinstecken. So, ich habe einen Tipp für Jungs. Du kannst dort für Mädchen ein schönes Ring geben. Und für Mädchen habe ich auch ein spezielles Tipp. Und das ist, du kannst dort für Jung ein schönes Unterhose geben.
So, und jetzt ist unsere Aufgabe ein bisschen schwerer. Wir müssen die zwei Schokohälfte zusammen verbinden. So, und jetzt die Alufolie wieder auf Ei. So, und unsere Schoko-Überraschung-Ei ist fertig. So, und das Letzte und gleich das Schwerste nenne ich Buch voller uns. So, du brauchst Lineal, Fotos, Schere, zwei Schlüsselrings, harte Papier. Ich habe keine, so ich benutze Papierteller. Bunte Stift, schwarze Stift, normale Stift, Gummi und Papierklebestift. So, meine Idee war, dass auf diese Karte, hier ist ein Foto und hier schreiben wir kurzen Text. Hier sind Löcher für Buch zusammen machen. So, zuerst müssen wir die Foto messen und wir müssen auch wissen, wie groß möchten wir unser Buch haben. So, mein Foto hat 7,5 und 7,5. Ich will mein Buch haben ungefähr groß. Mein Foto hat 7,5, so ungefähr 12 cm will ich mein Buch groß haben. Und breit, Foto hat 7,5, hier ist noch ein bisschen Platz, aber das Platz brauchen wir noch. So, ich denke, ich lasse das so bei 9 cm. So, und jetzt ist die Aufgabe ganz einfach. Wir müssen so viele Papiere haben, plus ein mehr für Hauptseite. Wie viel Foto willst du dort haben? Und jede Seite schneiden, wie groß willst du? So, und jetzt müssen wir noch auf eine Seite Löcher machen. Mein Foto hat 7,5 cm. Zwölf cm ist das lang, so ich mache Löcher bei 3 cm und bei 9 cm. Und von hier bis hier ist das 1,7 cm. So, und wir machen einen Strich genau in der Mitte. Bei mir ist das ungefähr 8,5 mm. Und auf diese zwei Punkte machen wir Löcher. Ich benutze dafür kleine Schere, aber wenn du hast, du kannst auch die Löschermaschine benutzen. Ungefähr so. Und jetzt machen wir das bei alle Papiere. So, Löcher sind fertig und jetzt machen wir das Stift sauber mit Gummi. So, und jetzt kommt die bessere Aufgabe. Auf jedem Papier schreiben wir kurzen Text, welcher passt zu der Foto. Zum Beispiel, wann war die Foto gemacht? Wo war das? So, das Foto kommt ungefähr hier. Und hier schreibe ich kurzen Text.
Fotos sind fertig und jetzt die Hauptseite. Jetzt haben wir fast 70% fertig. Jetzt müssen wir noch nur mit Schlüsselring die Papiere zusammen machen und dann die Foto zu passendem Text in das Buch kleben. So, jetzt sieht es schon ein bisschen wie ein Buch aus. Jetzt kleben wir nur die Fotos und ein bisschen dekorieren. Und wir sind fertig. Ich hoffe, Sie hatten Spaß bei diesem Video und hoffentlich benutzen Sie auch was von meinen Ideen. Und ich hoffe auch, dass das macht Freude zu Ihrer zweiten Hälfte. Wir sehen bald beim nächsten Video und viel Spaß und schöne Zeit. Tschüss!